Einen wunderschönen guten Tag zu einem neuen, kleinen, süßen Video hier auf meinem Kanal. Und heute soll es mal um meinen PC gehen. Was ihr hier seht, ist ein Alienware X51 Revision 2. Warum Revision 2? Weil es die letzte Revision ist mit einem optischen Laufwerk und das war mir halt sehr wichtig. Ich habe das gebraucht erstanden. Was mir vor allem wichtig war, ich wollte einen kleinen und kompakten Rechner haben. Vorher hatte ich immer ein Notebook und ich wollte halt nicht wieder auf so ein Riesenteil umsteigen, aber ich brauchte einfach mehr Leistung für das Videorendern. Viele Programme kommen dann auch einfach nicht auf Nvidia Optimus klar und deswegen habe ich mich entschieden, wieder einen normalen Rechner zu nehmen und war am besten mit einem Core i7 mit 8 Threads. Wer sich jetzt ein bisschen auskennt mit dem Gehäuse, der sieht schon, hier stimmt doch irgendwas nicht. Das hier gibt es beim Original überhaupt nicht. Das will ich euch mal kurz zeigen. Dafür habe ich im Vorfeld schon ein paar Schrauben gelöst. Wir ziehen das mal hier auf. Hier hinten ist normalerweise eine Schraube drin, die können wir rausdrehen, können das hochklappen. Haben hier ein Kabel, da müsst ihr immer ein bisschen vorsichtig sein. Das ist auch bei der normalen Konfiguration so. Das müsst ihr vorsichtig abziehen, das ist für die Seitenteilbeleuchtung. Und wir gucken uns das Seitenteil mal ein bisschen genauer an. Hier haben wir eine Metallplatte. Es gibt viele Leute, die lassen diese Metallplatte komplett weg, aber dann hat man auch keinen richtigen Halt. Ihr seht ja, hier sind die Haltenasen, die das Seitenteil befestigen am Gehäuse. Ihr habt hier in der Mitte normalerweise eine Schraube. Das ist wirklich das Einzige, was das Metallteil an dieser Seite festhält. Da ist mir dann irgendwann dieses Teil hier ausgeleiert und ich habe es dann so gemacht, dass ich dieses Metallteil hier fest verbunden habe mit der Seitenklappe und zwar mit einer Heißklebepistole und jetzt verrutscht das auch nicht mehr. Was habe ich trotzdem für die Kühlung gemacht? Ich habe hier ein Loch gesägt. Da braucht ihr euch eigentlich keine Sorgen machen. Wenn ihr mit einer Lochkreissäge ungefähr umgehen könnt, dann ist das kein Ding. Das nächste Teil habe ich dazu gekauft bei Amazon oder eBay oder bei Case King zum Beispiel. Das ist ein ganz normales Lüftergitter. Ich habe es jetzt festgeklebt. Was ihr auch machen könnt, ihr könnt es auch mit Magnet befestigen. Warum habe ich das hier überhaupt drauf? Das hier ist auch nicht der normale Kühler, den ihr in einem Alienware X51 habt. Ich habe manchmal so den Eindruck, Alienware hat hier echt was Geiles konzipiert, weil wir haben, können hier Full-Size-Grafikkarten einbauen. Aber an einigen Stellen wurde einfach meines Erachtens nach nicht mitgedacht. Die normale Konfiguration sieht vor, dass ihr hier ein Plastikteil habt, was auf einem Standard-Intel-Kühler sitzt. Jetzt ist in diesem kleinen Gehäuse ein Core i7 verbaut, 4770, der natürlich relativ viel Abwärme gibt auf diese kleine Fläche. Und ein Standard-Intel-Kühler, der die Luft nach oben drückt und dann hier hinten über diese Gitter raus. Was ich jetzt gemacht habe, ich habe mir gedacht, ey, das muss doch besser gehen und vor allem muss es leiser gehen. Das zweite Problem war die Grafikkarte. Die GeForce GTX 67, die drin war, war mit einem Standardkühler verbaut. Das hatte vor allem den Grund, weil unter der Grafikkarte noch die Festplatte saß und das will ich euch mal gleich zeigen. Hier an diesen beiden Stellen löst ihr die Grafikkarte und könnt dann die Grafikkarte langsam aber sicher rausheben. Denkt dran, hier die Stromstecker zu lösen. Und ihr seht schon, das ist meine Grafikkarte. Das ist eine GeForce GTX 79 und die macht auf jeden Fall wesentlich weniger Krach als die 67 und hat natürlich auch noch wesentlich mehr Leistung. Packen wir das hier mal beiseite, weil das ist nur ein kleines Detail von dem, was ich euch jetzt zeigen will. Alienware hat vorgesehen, hier unten unter der Grafikkarte eine Full-Size-Festplatte einzubauen. Auch das verstehe ich nicht ganz, weil hier oben haben wir genug Platz über dem optischen Laufwerk zwei Festplatten einzubauen im Notebook-Format. Hätte man das jetzt hier irgendwie noch optimiert, die Festplatten sind jetzt mit Powerstrips befestigt, aber hier hätte man eine Haltevorrichtung anbringen können und hätte einfach direkt über dem optischen Laufwerk die Festplatten anbauen können im Notebook-Format. Was ich jetzt gemacht habe, ich habe mir hier quasi einen Tunnel gebaut, um die warme Luft optimal abzuführen. Die Grafikkarte zieht hier von dieser Seite die kalte Luft an und kriegt auch nochmal kalte Luft von dem Lüfter hier vorne und ist damit extrem leise, auch für so ein kleines Gehäuse. Diese ganze Konstruktion hier, diesen Plastikkäfig habe ich ausgebaut und habe hier zwei kleine 40 mm Lüfter angebracht.
Ey, 40 mm Lüfter, die machen doch richtig, richtig Krach, oder? Die waren auch ein bisschen lauter. Ich habe dafür gesorgt, diese 40 mm Lüfter an Adaptern sitzen. Diese regeln die auf 5 Volt runter. Das heißt, die drehen mit Minimaldrehzahl, damit die heiße Luft sich hier nicht staut. Ihr müsst immer bedenken, diese Komponenten, diesen Prozessor, der hält bis zu 90 Grad aus und der läuft in diesem Gehäuse auf Höchstlast unter 70 Grad. Und die Grafikkarte hält in der Regel noch mehr aus. Jetzt will ich euch mal zeigen, was man noch machen kann, um das Alienware X51 leise zu bekommen. Nehmen wir erstmal die Kabel hier unten ab. Auch die habe ich später ausgetauscht, weil daran müssen wir auch noch modifizieren, weil wir normalerweise keine 3 Laufwerke in dieses Alienware X51 bekommen. Jetzt gucken wir mal, dass wir das rausgeklappt kriegen. Und wie gesagt, genau deswegen habe ich Revision 2 genommen, weil wir haben noch ein optisches Laufwerk dabei. Und jetzt können wir das Ganze ausbauen. Und ihr seht, hier ist nochmal ein dritter Lüfter von denen. Die habe ich alle ausgetauscht, weil die Standardlüfter, die in dem Alienware-Gehäuse verbaut waren, die waren echt schrottig. Und das für den Preis von bis zu 1700 Euro. Was wir hier drin verbaut haben, ist ein Mini-ITX Mainboard. Das Schöne ist, das ist das Standardformat für Mini-ITX. Das heißt, ihr könnt das auch gegen ein moderneres austauschen, wenn ihr das mal aufrüsten wollt. Und eine Zweitplatine für die Stromversorgung. Diese Stromversorgung sorgt dafür, dass ihr euer externes Netzteil anschließen könnt. 330 Watt hat das in diesem Fall und reicht völlig aus für dieses System. Achtet bitte immer darauf, die Kabel verlegt sie ordentlich, okay? Was habe ich dafür besorgt? Und zwar so eine kleine Halterung hier. Ihr könnt die rankleben an das Gehäuse und ihr könnt die auch jederzeit wieder öffnen, falls ihr mal wieder irgendein Kabel dazu stecken müsst. Ihr könnt die ganz einfach erweitern, kostet ein paar Euro. Ihr könnt die komplett hochklappen, neue Kabel verlegen und wieder zumachen. Das ist flexibler als Kabelbinder und ihr könnt jederzeit damit weiterarbeiten. Die Grafikkarte, dadurch, dass die Festplatte halt hier unten nicht mehr sitzt, hat jetzt ihren eigenen Lufttunnel. Optimieren kann man das Ganze noch, wenn man diese Teile hier mit einer Plexiglasscheibe abtrennt. Soweit bin ich aber leider noch nicht gekommen, aber somit hätte die Grafikkarte wirklich ihre eigene Hitzeverteilung hier. Das würde alles nach hinten rausgepustet werden und das wäre es dann. Dieser Adapter, diese 5 Volt Adapter, die gibt es von Noctua zu kaufen. Die gibt es als Y-Kabel. Die könnt ihr dann einfach dazwischen klemmen und die Lüfter drehen automatisch langsamer. Das hier ist ein SigmaTech-Kühler. Der hat normalerweise 2 Lüfter. Einmal den großen hier oben, einen kleineren unten. Aber den kleineren habe ich nicht im Einsatz, weil erstens wurde dann die Luft zu sehr verwirbelt in dem kleinen Gehäuse. Und zweitens wurde der Rechner auch noch lauter und die Temperatur war sogar ein bisschen höher. Braucht man also für diese Konstruktion nicht. Denkt auch immer daran, ihr habt hier hinten an der Seite noch Alu-Haltenasen, da könnt ihr noch ein bisschen die Kabel verlegen. Immer schön so, dass ein sauberer Luftstrom entsteht. Denn meistens ist es gar nicht so, dass ihr Probleme kriegt wegen den Lüftern oder sonst was, sondern einfach, dass die Luft verwirbelt. Das entsteht meistens dadurch, wenn im Luftstrom Kabel sind oder sonst was. Wenn die Luft verwirbelt wird, heizt sich alles wesentlich schneller auf. Wenn ihr das Ganze umbaut, ihr braucht unbedingt Adapter für diese Modifikation. Hier so ein Y-Adapter für die SATA-Laufwerke. Und ihr könnt weiterhin verwenden euren Mini-SATA-Port. Den liefert Alienware schon mit. Extra kurze 10 cm SATA-Kabel braucht ihr dafür auch. Damit könnt ihr die locker zu den Laufwerken hochlegen. Hier extra abgeknickt. Achtet unbedingt bei den abgeknickten Kabeln drauf. Die Nasen müssen nach unten zeigen auf der rechten Seite. Es gibt auch andere, die sind genau andersrum. Die sind denn dafür ausgelegt, dass ihr die unten am Mainboard anschließt. Der Zusammenbau von dem Ganzen ist eigentlich relativ einfach. Aber für den Lüfter, für den CPU-Lüftertausch zum Beispiel, müsst ihr unbedingt das ganze Mainboard ausbauen, weil der hat unten eine Backplate, der muss unten ausgetauscht werden. Es passen auch keine höheren Kühler drauf, das ist schon das Maximum. Ich habe es noch probiert mit Noctua, aber leider war der zu hoch, dann kriegt man das Gehäuse nicht zu. Also es war schon sehr viel Experimente auf jeden Fall, aber es hat einen riesen Spaß gemacht und es lohnt sich. Übrigens, kleiner Tipp noch, bei mir fehlt leider die Halterung, das ist so eine Schiene hier,
an diesem Teil, um die Grafikkarte festzuhalten. Eine GTX 970 ist natürlich relativ schwer. Wie könnt ihr verhindern, dass das irgendwie wegknickt? Und zwar mit einem Kabelbinder habe ich das gemacht. Ihr legt den Kabelbinder über die Anschlüsse, macht den breit genug. Daran schließt ihr nun die zwei 6-Pin-Konnektoren ein. Lasst das Kabel ruhig locker. Es soll nur vermeiden, dass die Grafikkarte nicht allzu weit von dem Blech absinkt, damit keine Beschädigungen am Slot entstehen. Das ist übrigens auch ein Grund, warum ich gerade noch warte, bis Nvidia die aktuellen Grafikkarten endlich mit HBM-Speicher bringt. Dann haben wir hier natürlich auch nicht mehr so viel Volumen, was wir brauchen, und können die Effizienz noch ein bisschen erhöhen. So, bauen wir das Ding mal ein. So Leute, da sind wir nun also. Bisschen ungewöhnliches Ende für ein Video, aber ich hatte leider die letzten paar Sekunden verloren von dem Video und die sind auch nicht mehr herstellbar. Was ihr jetzt hier sehen, das ist der gesamte PC in seiner ganzen Pracht, und was ihr da auf dem Bildschirm seht, ist im Grunde genommen das Video, was ihr gerade guckt, was ich gerade schneide und wovon ich gerade die Endcard aufnehme. Und ja, ich wollte nur sagen, ich halte jetzt mal ganz kurz das Mikro an den PC, damit ihr mal einen Eindruck habt. Also ist auf jeden Fall schön angenehm leise. Es gibt natürlich ein dauerhaftes, leichtes Rauschen. Das ist aber sehr unterschwellig und sehr unauffällig. Und ansonsten, ja, würde ich sagen, wünsche ich euch auf jeden Fall noch einen wunderschönen guten Tag. Übrigens, das hier ist ein Greenscreen für gerade mal 4 Euro. Das später.